Ja, hallo und guten Morgen zusammen. Die Susanne hat mich schon schön vorgestellt. Martin Bay, Produktmanager bei Cedars, und ich darf heute ein Feature bzw. Produkt vorstellen, welches einen Bereich behandelt, der auch gestern schon in einigen Talks besprochen wurde, nämlich die digitale Identitätsprüfung. Jetzt habe ich gesagt Martin Bay. Wer von euch könnte jetzt aber sicherstellen, dass ich Martin Bay bin? Ich könnte natürlich meinen Ausweis rausholen, könnte ihn euch zeigen und vielleicht könntet ihr einschätzen, der Ausweis ist real, der matcht mit mir und das sind die Sicherheitsmechanismen auf dem Ausweis vorhanden, die vorhanden sein müssen. Was wir aber brauchen dafür, sind natürlich vertrauensvolle Personen, die das überprüfen. Jetzt gibt es das natürlich in echt mit dem Postident. Wir brauchen diese Personen bzw. die Mechanismen, aber auch digital. Und deswegen haben wir mit Cedars den Vertrauensdienst mit dem Auto-Ident-Verfahren des Cedars ID Validator solch einen Vertrauensdienst geschaffen. Mit dem können wir eigentlich recht simpel einen Ausweis scannen, ein Gesicht scannen und wir sind fertig mit der digitalen Identitätsprüfung. So einfach ist das Ganze natürlich nicht. Da spielen viele Faktoren rein. Eins davon, ein Thema, das man behandeln muss, ist jetzt nicht das Spannendste in dem Bereich, aber es muss ja jemanden geben, der sagt, dass dieser Vertrauensdienst jetzt wirklich vertrauenswürdig ist. Es müssen Regularien geschaffen werden. Das macht in diesem Fall die EIDAS-Verordnung. Ich habe mal ein paar Spalten hier fett markiert. Also es braucht einen qualifizierten Vertrauensdienst, der mit geeigneten Mitteln eine Identität überprüft. Das kann auch ein Video-Ident-Verfahren sein. Bei unserem Auto-Ident-Verfahren, weil es auch als sonstige Identifizierungsmethode bezeichnet wird, die muss die gleichwertige Sicherheit erfüllen, als wenn jetzt eine zertifizierte Person, eine vertrauenswürdige Person vor einem stehen würde, dich als Person überprüfen würde und den Ausweis überprüfen würde und das Ganze noch matchen würde. Wo können wir das Ganze anwenden? Klingt ja alles recht simpel und super schnell. Auto-Ident, ich mache einen Kartenscan, ich mache einen Gesichtsscan und bin eigentlich fertig und habe Zugang zu möglichen Diensten, die größtmögliche Sicherheit erfordern. Typische Anwendungsgebiete beispielsweise, und die sind wahnsinnig vielfältig, es gibt noch sehr, sehr viele mehr, um nur ein paar zu nennen, digitale Verträge oder auch die Überprüfung eines Führerscheins, ist ja auch in gewisser Weise ein Ausweisdokument, benötigt man beispielsweise beim Carsharing, beim Mieten eines Mietwagens oder auch für Mitarbeiter, die jetzt ein Leasingfahrzeug haben. Es kann aber auch, wenn wir schon von Mitarbeitern sprechen, beim Onboarding genutzt werden von Mitarbeitern. Simples Onboarding macht man von zu Hause aus, kann man feststellen, in wenigen Minuten, die Person ist wirklich die, die sie vorgibt zu sein. Es gibt aber auch ein schönes Beispiel und da möchte ich gleich nochmal mehr drauf eingehen, das ist die Altersüberprüfung. Und wir hatten gestern schon angedeutet im Talk von Stefan Peters, dass wir hier auch mit der Schufa zusammenarbeiten. Jetzt kommt's. Nämlich der Cedars ID Validator ist auch wesentlicher Bestandteil von Schufa My Connect Hub. Das heißt, wir können nicht nur ein simples Auto-Ident machen, wir haben damit auch ein Verfahren am Start, welches EIDAS-konform ist, eben für diese regulatorischen Anwendungsfälle, wie jetzt einen Vertrag abschließen, einen Kredit abschließen oder ein Bankkonto eröffnen. Wir haben da nämlich auch noch eine qualifizierte elektronische Signatur am Ende hinten dran. Das heißt, man kann da ganze Verträge unterzeichnen und alles vollständig digital und vollautomatisiert. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, ein schönes Beispiel in dem Bereich, ist vielen vielleicht gar nicht jetzt so bewusst, ist das Thema E-Commerce. Ich zeige mal die Abbildung. Ich habe jetzt
oben die Marke ein bisschen verschwommen dargestellt. Ich möchte jetzt hier keine Schleichwerbung in dem Gebiet machen. Es ist aber klar, es geht um den Spirituosenkauf. Jetzt seht man hier eine Darstellung, kennen vielleicht viele von euch. Die Frage kommt, bist du 18? Ja, nein. Das ist in gewisser Weise eine Hemmschwelle für manche, wenn sie sagen, okay, nee, bin keine 18, klicke ich da jetzt wirklich drauf. Aber wer kann es überprüfen? Es ist nicht wirklich sicher, wenn ich da jetzt Ja klicke, bin ich drin. Überprüft niemand, ob da jetzt der 16-jährige Sohn vor dem Bildschirm sitzt und sich eine Flasche Wodka kaufen möchte. Speziell für mich finde ich das auch interessant. Ich habe zwei kleine Kinder. Natürlich muss man selber aufpassen, wie die sich im Internet verhalten, in der digitalen Welt. Aber trotzdem möchten wir solche Fälle umgehen. Und das Thema wird auch immer präsenter. Also wir haben den ID Validator auch an einem Beispiel schon in Produktion aktiv in diesem Fall. Das heißt, sowas wünscht man sich eigentlich nicht. Also wenn man mich fragt, ist diese Abfrage Quatsch, aber wahrscheinlich ist es irgendeine Regulation, die in manchen Rechten noch gilt. Man könnte das aber doch auch schön beistellen. Du bist im Begriff, eine Seite zu öffnen, die ein Mindestalter erfordert. Verifiziere deine Identität oder breche den Vorgang ab. Wenn er jetzt trotzdem auf Ja klickt, Identifizierung starten, wird er schnell merken, ups, ich muss da ja was machen, ich muss da einen Ausweis vorhalten, das wird ja wahrscheinlich überprüft. Man sieht hier schon einen kleinen Einblick in den ID Validator. Der bricht an der Stelle ab, das ist kein Fehler im Video, weil ich immer mal wieder auf Sequenzen eingehe. Ich habe versucht, ein paar Videos mit einzubauen, keine Live-Demo, aber die einfach repräsentieren soll, wie der ID Validator eigentlich funktioniert. Jetzt bin ich kein Engineer, ich bin auch kein technischer Produktmanager, aber trotzdem möchte ich von technischer Sicht kurz darauf eingehen, wie wir denn jetzt Identitäten sichern. Mein Vortrag handelt ja auch von Vertrauen stärken, Identitäten sichern. Das sind so die zwei Key Points von unserem Produkt. Was kann man sagen? Gestern in dem Vortrag von Christopher Schützer haben wir schon viel über KI und Machine Learning gehört. Und er meinte ja auch, irgendwie ist doch alles so ein Zusammenspiel. Deshalb habe ich das mal so formuliert. Wir haben ein Kraftwerk des CIDAS-ID Validators und das ist das Zusammenspiel von KI, maschinellem Lernen, neuronalen Netzwerken und vielen intelligenten Mechanismen im Hintergrund. Ich möchte es jetzt heute High-Level betrachten, können wir auch gerne nochmal drüber sprechen später. Aber es gibt verschiedene Funktionen, die da im Hintergrund laufen, wovon der Nutzer gar nichts mitbekommt. Wie zum Beispiel eine Pulse-Detection oder eine Frequenzanalyse. Das soll so ein bisschen die zwei Schaubilder hier darstellen, um zu zeigen, was machen wir im Hintergrund? Was sind die Mittel, die wir nutzen können, damit wir die größtmögliche Sicherheit bieten bei diesem Verfahren? Ich habe auch ein Video dargestellt, das mal die Face-Detection darstellt. Links das RAW-Video, rechts das Video von mir. Man sieht auch schön die Maske, die biometrische Maske. Wird erkannt, erstellt, die Lippenbewegungen werden ersichtlich und das Ganze wird auch mit dem Bild auf dem Ausweisdokument praktisch gematcht. Das heißt, wir erkennen auch, wir reagieren auf Reaktionen im Live-Bild. Ich habe mich ein bisschen bewegt, ich habe die Karte bewegt. Das ist das, was unsere KI machen kann. Aber wie wir gestern auch gehört haben, eine KI nutzt nichts, wenn wir keine Modelle haben, die mit Daten gefüttert werden, die wir trainieren. Ich muss dazu noch mal kurz zurückgehen auf gestern. Der Stefan Peters hat sein Ausweisfoto ja auch gezeigt. Da war er ohne Bart. Inzwischen hat er einen ziemlich extrovertierten Bart. Unser Produkt war in den Anfangsschuhen sehr rassistisch, sage ich einfach mal so. Wir haben einen Stefan das ein oder andere Mal nicht erkannt. Und da sieht man schön, wir brauchen die Daten, damit wir unsere Modelle trainieren können, damit wir genau solche Szenarien nicht erleben. Und wir haben das Produkt platziert bei einigen Kunden und in diese Probleme laufen wir nur noch ganz, ganz selten. Und der Stefan testet es ja eigentlich fast tagtäglich, unser Produkt, und für ihn ist es eigentlich ja überhaupt kein Problem mehr. Das zweite Thema. Jeder kennt es vielleicht, man hat seinen Ausweis
Wenn man diesen Ausweis so ein bisschen schwenkt, wenn es jetzt nicht ganz dunkel ist, erkennt man da so, mein Sohn hat gestern Morgen oder vorgestern Morgen, als ich es ihm mal gezeigt habe, gesagt, da blitzt sowas, da blinkt sowas. Das sind sogenannte Hologramme. Wahnsinnig schwer zu faken, also wenn man jetzt über Fraud Cases spricht, eigentlich das mit am schwersten zu fakende Sicherheitsmerkmal eines Ausweises. Die müssen wir aber erkennen. Auch dort wieder kommt die KI ins Spiel, verschiedene weitere Mechanismen. Und ich habe auch nochmal ein Video eingebaut, das ein Beispiel von mir darstellt, wo wir das stabilisierte Video haben, das wir als Input kriegen. Und die Hologramm-Detection nebendran, die schön darstellt, wie jetzt auf einem deutschen Ausweisdokument von 2021, muss man dazu sagen, komme ich aber später auch nochmal drauf, die Hologramme schön erkannt werden. Mit das wichtigste Sicherheitsmerkmal, auch laut EIDAS-Verordnung. Man sieht hier auch schön, gestern wurde es mal genannt, wegen den Userdaten, ich habe meinen Nachnamen geändert. Bei mir war das zufällig auch so. Ich habe irgendwie von Raub auf Bei geändert. Ist natürlich in dem digitalen Umfeld nicht schlecht, weil wenn ich da mit Raub komme, dann denkt jeder, ich habe irgendwie kriminelles Potenzial. Deshalb fand ich das eigentlich ganz schön, dass ich den Namen meiner Frau annehmen durfte. Und auch hier haben wir eine Funktion, das ist bei uns kein Problem, wenn ich immer noch meine Userdaten irgendwo habe als Martin Raub. Es steht ja auch mein Geburtsname drauf, dann haben wir den Mechanismus, dass das immer noch gematcht wird. Also, dass die Userdaten übereinstimmen. Das Problem hätten wir zum Beispiel beim ID-Validator nicht, könnten dann nachträglich auch aus den Informationen, die wir von der Karte extrahieren, die Userdaten anpassen, beispielsweise. Das ist der eine Punkt, die Sicherheit. Der andere Punkt, Vertrauen stärken. Hier würde ich gerne eine Frage stellen. Wer von Ihnen oder wer von euch hat schon mal ein Video-Ident gemacht? Okay, das sind schon viele. Wer von euch hat da eine gute bis sehr gute Erfahrung mitgemacht? Das sind schon deutlich weniger. Ich habe eine schreckliche gemacht, kürzlich. Ich war 23 Minuten in der Warteschleife. Ungelogen ist es, ich will jetzt niemand schlecht reden. Ich nenne auch keine Firmen. Wir konzentrieren uns da auf uns, aber es ist einfach eine Queue, die vorher ist und da musst du warten. 23 Minuten, dann kommst du in das Gespräch rein. Ich habe gestern im Call gehört, da kommt man dann beim Video-Ident mit einem freundlichen Mitarbeiter zusammen. Der war nicht freundlich. Also das hat mich schon ein bisschen schockiert. Und da habe ich mir gedacht, das ist für mich nicht die Zukunft. Das geht voll automatisiert und wir können das ja auch bereits. Deshalb, wir müssen eine gute User Experience schaffen. Das haben wir gestern auch in einigen Vorträgen gehört oder in fast allen Customer Experience, Customer Journey, User Experience. Der Morpheus hat es schon gesagt, what if I told you a good user experience can tremendously increase trust? Jetzt hat der Morpheus gegen Maschinen gekämpft. Wir möchten die Maschinen nutzen, damit wir zusammenarbeiten. Und das in effektiver Art und Weise. Wie können wir mit dem Silas ID Validator jetzt das Vertrauen stärken, indem wir eine gute User Experience bieten? Das sind ein paar Schlagworte, auf die ich eingehen möchte. Verfügbarkeit. Wir haben es gerade gehört. 23 Minuten Warteschleife. Für mich ist das nichts. Da gehe ich dann lieber eine Runde raus und gehe zum Postident, muss ich ganz ehrlich sagen. Zweites Thema, Responsive Web App. Drittes Thema, automatisierte Kartenerkennung. Intuitives Nutzerfeedback, ohne dass eine Person gegenüber sitzt. Und White Labeling. Man könnte jetzt auch auf den Kunden eingehen. Das sind jetzt die Faktoren, die vor allem für den Endnutzer Faktoren sind. Customer Journey für den Kunden an sich ist natürlich Kosteneffizienz, einfache Integration, weil wir bieten genau die gleichen Schnittstellen wie bei der SIAM-Integration an. Das heißt auch die Integration ist nicht wirklich kompliziert, wenn man unser SIAM versteht. Um nochmal kurz auf die Punkte einzugehen. Open 24/7. Wir sind 24/7 verfügbar. Wir haben keine Warteschleifen. Und man kann das überall, jederzeit vollautomatisiert nutzen.
Hier sind nochmal zwei Use Cases aufgezeigt. Carsharing, wie ich schon genannt habe, das heißt, ich bin im Freien. Möchte mir jetzt zufällig mal, habe es noch nie gemacht, so ein Auto hier nehmen zum Carsharing nutzen. Da habe ich mein Smartphone, da muss ich eine Identitätsprüfung machen, damit ich das Auto öffnen kann. Das heißt, ich muss es auch dort machen können. Wenn ich mir eine SIM-Karte kaufe, und das war der Fall, den ich hatte, wo ich da in der Warteschleife war, da möchte ich das auch überall machen können. Wenn ich die zum Beispiel am Bahnhof kaufe und ich möchte die aktivieren, dann vielleicht mache ich das im Zug, vielleicht mache ich das irgendwo am Bahnhofsteig. Das sind so Faktoren, die Verfügbarkeit. Das nächste ist Responsive Web App. Das Thema, wir haben keine Native App. Es gibt auch andere Anbieter, die da eher auf die Native App setzen. Wir hatten verschiedene Gründe, haben auch viel mit Kunden gesprochen und das Feedback war eindeutig. Wir möchten das dem Endnutzer nicht zumuten, dass er nochmal eine App runterladen muss. Wir können aber auf allen modernen Browsern genutzt werden, sei es am Desktop oder sei es mobil am Smartphone. Wir haben jetzt auch den Use Case, dass uns ein Kunde in der App integriert, also WebView. Das geht auch, das heißt, wir können praktisch auf allen möglichen Geräten verfügbar sein. Die Nutzer haben die User Experience, sie haben keinen Medienbruch. Ich bin jetzt kein Fan davon, dann nochmal irgendwo hinzugehen, rauszugehen, App Store, App runterladen, zickzack und so weiter und so fort. Das ist unser Ansatz, um die Nutzerfreundlichkeit zu stärken. Damit auch das Vertrauen. Automatisierte Kartenerkennung, jetzt schmeiße ich ein paar Karten ins Bild. Die sind nicht geklaut von der offiziellen Datenbank. Ich habe die Referenz auch angegeben. Ich habe ein paar Reisepässe, Österreich, Slowenien, Slowakei, Tschechien. Viele, viele mehr. Französischen Ausweis auch. Oder hier Slowenien mit der Rückseite. Wir haben einen Personalausweis, der hat eine Rückseite, wichtige Daten. Spanien und so weiter. Ich könnte jetzt mehr und mehr durchklicken. Jetzt kommen ein paar Reisepässe. In Deutschland an sich haben wir den deutschen Reisepass. Wir haben den Ausweis von 2010, den Personalausweis von 2021. Wir haben den Aufenthaltstitel. Wir haben den Führerschein. Und aber auch außereuropäisch haben wir Afghanistan, die USA oder beispielsweise Indien. Aktuell supporten wir mehr als 100 verschiedene Kartentypen mit dem Silas ID Validator und erkennen diese auch automatisiert. Das ist nicht nur eine gute User Experience, sondern auch ein Thema der Sicherheit. Das heißt, niemand kann jetzt sagen, ich gebe mal vor, dass ich die und die Karte nehme, wähle da aus einer Dropdown-Liste, sondern es wird automatisiert erkannt. Wir kriegen oben auch das Nutzerfeedback. Das war jetzt praktisch ein Scan, den ich gemacht habe. Wir erkennen deutscher Personalausweis, wir brauchen eine Rückseite, wiederholen den Scan nochmal. Und der erste Schritt ist praktisch abgeschlossen, der Kartenscan. Kriege nochmal das Feedback, ich muss ein bisschen weiter weggehen, weil irgendwas nicht gepasst hat. Das kann auch mal sein, die Beleuchtung ist nicht gut genug, begeben Sie sich in einen anderen Raum beispielsweise. All das geben wir oben in dem Nutzerfeedback zurück, was ich hier auch nochmal abgebildet habe. Hier sitzt das Beispiel, einmal näher bitte. Sie müssen den Kopf drehen, was ich auch in dem Video nochmal dargestellt habe. Und auch am Ende holen wir den Endnutzer ab. Da waren wir am Anfang ein bisschen schlecht. Wir haben auch ein akustisches Signal und holen den da auch ab, dass wir jetzt noch in der Identifizierung drin sind, dass er den Prozess nicht verlassen soll. Letztendlich, ich habe es eben erwähnt, Customer Journey. Wir haben White Labeling Funktionen. Ich habe es am Desktop dargestellt, da finde ich es am schönsten. Wir können das Farbschema anpassen, wir können das Logo anpassen, wir können das Background Bild anpassen. Alles, was im Kern passiert, ist der Silas ID Validator. Das ist unser Produkt, an dem halten wir fest und das läuft auch so, wie ich in den Videos gezeigt habe, schon wirklich sehr gut. Da ist meine Frage am Ende, wer braucht noch ein Video-Ident? Für mich ist es ein Thema von Stefan Peters für einen Folgevortrag. Video-Ident, brauchen wir das oder kann das weg? Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Danke, Martin. Sehr spannender Vortrag. Kurze Frage für die Personen, die hier sind.
Nur damit die mal Bescheid wissen, wie lange dauert ein Verfahren, was wir hier mit gesehen haben? Im Schnitt sind wir unter 3 Minuten. Auf? Unter 3 Minuten. Unter 3 Minuten. Gut. Ich mache es in 1:30, aber bin ja kein Referenznutzer. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich gucke mal rein. Ich sehe jetzt keine. Ich bin heute auch noch da. Genau, du bist heute noch da. Beantwortet auch sehr gerne die Fragen. Von meiner Seite aus noch mal ganz kurz eine kleine Frage. Es ist ja etwas, gerade für die ältere Generation, die werden es wahrscheinlich Schwierigkeiten haben zu nutzen, weil ihr kennt es selber. Sohnemann, komm mal her, hilf mir mal kurz am Rechner. Und wenn man jetzt so ein Auto-Ident-Verfahren sieht, wird es wahrscheinlich noch komplizierter, aber das ist etwas, was wachsen muss wahrscheinlich, den Leuten vermittelt werden muss. Und da sind wir ja, glaube ich, von CEDAS dran. Ich mache viele User Experience-Studien, auch im Labor, also unter Laborverhältnissen. Schönes Beispiel ist meine Mutter. Die hat es geschafft. Mehr brauche ich nicht sagen. Und ja, ich glaube natürlich, die Post wird nie sterben, das Postident auch nicht. Ja. Das ist auch okay, wenn die Leute da hingehen noch, diese Leute. Dann haben die ihren Kontakt in real life. Wir können aber das Video-Ident-Verfahren ersetzen. Das ist meine Meinung. Super. Dann herzlichen Dank, Martin. Und wie gesagt, Martin ist... Danke auch.